Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf NF Marsch im Nichts-zu-Krimi. Ja, ich habe nichts zu tun in dem Sinne, ne? Ich kann hier nur durch die Gegend luschen. Habe ich gerade mal so auf meine Felder geguckt, du. Heiliges Blechlein, ne? Feld 9. Der muss kalt drüber. Oh, da müssen wir neue Bodeninformationen kaufen, ne? Guck mal, oh, das wird aber auch bei mehreren Feldern jetzt Zeit, wa? Ich hatte noch Papier aus dem Zentrallager verkauft, ne? Weil. Wegen war wo man nötig, ne? Der? Oh, der habe ich gar nicht gemäht, ne? Und wir müssen demnächst neue Bogeninformationen mal so langsam kaufen, wa? Obwohl, das geht noch. Hier müsste vielleicht demnächst noch. Ach, jetzt steht der Volvo im Weg, oder was? Okay. Helgelein, kein Stress. Ich fahre den Volvo an die Seite. Da ist Helge, ne? Kennt ja jeder Helge, ne? Wer Henry nicht kennt, hat die Welt verpennt, aber das ist Helge. Helge, der Spaddelkopf, ne? Ah, ich freue mich. Henry, finde ich, ist der beste YouTuber, den es je gab. Muss man ganz ehrlich sagen. Weil wer Henry nicht kennt, hat die Welt verpennt. Ja, den habe ich jetzt mal da hinten hingeschickt, zu den Gewächshäusern, ne? Konnte da mal ein Ründchen fahren. Die machen gerade hier nicht das, was sie sollen, ne? Die machen gar nicht das, was sie sollen. Gisela! Vorne ist Glückssalve! Der ist hier fleißig auf Feld 78, ne? Der zieht hier seine Bahn. Der fährt jetzt endlich mal Feld 9 kalken. Weil wegen kein Kalk drückt, ne? Der Helga lang, ne? Helga hat sich gedacht, die Depri-Phase ist mal vorbei. Ich tu mal heute wer. Mit einem 818, ne? Top-Kennzeichen dran, da. Muss doch heutzutage haben, so ein Top-Kennzeichen, ne? Kennt ja jeder heutzutage, ne? Jedenfalls fällt Helgerlein jetzt kolben, ne? Weil, puh, schwierig. Nix to down. Tote Use hier. Ja, ist tote Use. Dann habe ich gedacht, ne, weil das schönes Wetter ist, lässt du heute mal den Roller offen? Nee, geht nicht. Ja, Helga macht jetzt einen Kalkerlein, ne? Und Svenny guckt dumm in der Röhre rum, weil nichts zu tun ist. Wir haben da drei Ballen rumfliegen. Oh, die müssen wir dann mal wegholen, ne? Helga, guess! Guess! Wo ist ein 818 Unternehmen, der? Kennt ja jeder von Röpers, der auch ein bisschen was trägt, ne? Ja, jedenfalls fährt Helgerlein jetzt kalken. Nee, wenn es euch nicht erzählen, ist das nichts zu erzählen. Wie gesagt, ich hatte noch das Papier aus dem Zentrallager verkauft, ne? Weil gerade war bis zur Preis, ne? Hier Papier, deswegen habe ich das. Wir haben immer noch 11.800 drin. Wie will mich das verscheißern? Ach, die sind wahrscheinlich in der Zeltstofffabrik, ne? Ja, deswegen habe ich das weggefahren, ne? Was sonst ist hier? Ja, Quark. Im März. Bienenstock, Baumarkt, ja, nee, wird nicht verkauft. Ich wollte noch zur Schreinerei runterjuckeln. Ja, da haben wir nur ordentlich was drin, ne? Aber das behalten wir alle. Guck mal, 294.000 Euro für Schweinefutter. Heiliges Blechen. Mineraldünge, ja, läuft hier. Aber sonst ist auch 1,1 Millionen Silage? Nee, du, das ist ja gar nicht gut, du. Kartoffelgas, ne? Kohl haben wir da jetzt auch ordentlich hier im Bunker, ne? Kohl, da. 189.000. Das wären noch fast 200.000 beim Bahnhof, ne? Das möchte ich aber behalten. Ich möchte das behalten, ne? Was ist das denn hier? Wenn die gelb sind, ist nicht so guter Preis oder so? Und wenn grün ist, ist ganz ordentlich oder was? Da steige ich noch nicht so hinter. Gesamt 16. Boah, 6 Millionen! Haben wir auf Tash? 6 Miller habt wie auf Tash oder was? Kassometer. Stimmt das hier auch? 6 Millionen auf Tash? Cool.
Sind wir weiter nicht im Helgerlein drin? Jetzt macht der Gisela weiter. Okay. 6 Mille haben wir auf Tash. Ich bin ja imprägniert, ne? Ich bin ja ganz ehrlich. Ja, ich habe alles durchrepariert, was zu reparieren ging, außer dem Baumwollernte. Der kann doch noch stehen bleiben. Es ist nichts zu tun. Ah, mein Holzvollernter war da. Hast du gesehen? Die formen fleißig Möhren, ne? Er steht in der Wallamucken, er hat Milch gefahren. Sieh mal, ich hab im Moment Milch, das ist nicht normal, du. Echt, Heidi Witzka hier, Kapitän, was ich an Milch im Moment durch die Gegend schaukel. Das ist nicht normal. Sind wir in dem Waldstück wollen wir noch gar nicht, ne? Holz. Nee, andere Richtung. Andere Richtung. So läuft der Hase. Nochmal an den Hobel. Dass wir mal so ein bisschen Holz an den Stissel kriegen, ne? Da werden wir mächtig ein Problem kriegen mit Holz, du. Wir haben einfach zu wenig Holz. Wenn wir werden unsere Ernte da mal um Säge weg, was wieder alle gepflanzt haben, erstmal reif ist. Dann nehmen wir Holz und Mess. Aber dann haben wir auch ein paar Stunden mit Holzfällen zu tun. Das zeigt die, du. Da habe ich ja nicht so immer den Elan zu, du. Junge, ganz ehrlich. Holzfällen. Jetzt sagen wir mal, man macht's, weil es gemacht werden muss, ne? So ist die Devise. Und ansonsten. Ach, ich hatte eine neue ZP-Version mit reingenommen, ne? Warte. Oh, Svenny, ey. Jetzt spackt der hier rum, oder was? Willst du mich veräppeln? Neue ZP-Version hatte ich mit reingenommen. Ich weiß gar nicht, was da anders ist. Ich habe noch gar nicht nachgeguckt. Ich hatte die Ausnahmsweise mal geupdatet. Wir wollen nichts zu tun. Voll spannend, ne? So wie die Bäume da so durchflutschen, ne? Ist ja schon ganz interessant, ne? Nicht. Ich würde so ich machen. Wenn nichts zu tun ist, ist es nichts zu tun. Es ist wie es ist. Ganz gewiss. So, jetzt ist Conor mit Dorf, wenn ihr gesungen. Gut, ne? Freut mir, dass ihr auch so musikalisch seid. Oh, hier ist aber ein bisschen was zu ernten, wa? Korrekt, dass wir hier hingefahren sind, du. War ja doch keine so unkluge Entscheidung, wa? Das freut mir. So ein Bäumchen in Ehren kann keiner verwehren, ne? Sag mal. Hier müssten wir aber auch mal Hackschnitzel machen, ne? Hier die Ulmen pflanzen und so. Wir brauchen Hackschnitzel. Hackschnitzel ist im Moment echt Mangelware. So, habe ich hier irgendwie einen dicken Baum gesehen? Wahrscheinlich hatte ich ja los, ne? So dick sind die nämlich noch gar nicht. Na, dann nehmen wir den halt mit. Weil er so schön im Weg steht. Konnte ja ruhig mit einer Hangsäge weg, ne? Das, was ich vorher gesägt hatte, oder was dann auf dem Wagen war, das hatte ich schon zum Sägewerk gefahren. Ich weiß gar nicht, da ist nicht viel drin, ne? Aber ich will nicht mit so vielen Holzfällern arbeiten. Das ist nicht so meine Welt. Das kostet so viel Diesel, da pflanze ich lieber ein Bäumchen für.
Da bin ich ja ganz ehrlich. Auch wenn ich nicht immer gerne fälle, ne? Oder? Tun wir doch ein bisschen mehr mit. Was spackt das hier heute? Nee, vorwärts, Svenny, vorwärts. Dann kannst du auch zum Baum hinfahren. Schlimm mit mir, ne? Ich weiß, es ist ein Graus. Ich bin da auch immer gegraust drüber, ne? Wo soll das noch mit mir enden, du? Ich weiß das nicht, ich weiß das nicht. Nee, 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 den nehmen wir auch mit. Der lacht mich gerade so an, du. Dann sägen wir den auch immer. Nee, andere Richtung. Obwohl, der ist noch nicht so dick, ne? Aber shit drop. Nehmen wir mit, weil wir es brauchen. Was du hast, hast du. Schick, schick, schick. Das hast du ganz gut gemacht, mein kleiner Holzvolliente. Dann nimm die doch mal eben mit dem Bäumchen hier. Das stört so ein bisschen, ne? Nimmt uns so die Sicht hier. Deswegen weg mit Zeug. Das sind diese komischen Bäume, ne? Die ist aber auch nicht groß. Diese Woche ist Morgan mit Marsch, ne? Aber ich habe nichts zu zeigen. Was soll ich denn machen, ey? Weiß auch noch nicht. Mal hast du viel zu zeigen und dann hast du so Phasen drin, da hast du gar nichts zu zeigen. Das ist Marsch. Andere Richtung. Andere Richtung. Jetzt manchmal wird das Ding mir auf verhohne People. Säg ab das Gemüse, man. Schick, ne? Flugen kann er. 180.000 Glocken auf der Uhr. Das ist nicht viel Geld, ne? Wir sind fast kreditfrei. Nur noch 2,6 Millionen. Matt, wer hat die Kohle abgedreckt? Sag mal. Produktionskosten, ne? Heiliges Blech, die fressen mich auch noch auf. Hier lang. Kloppt man Rückwärtsgang rein. Fordert ganze Holzblatt. Dann läuft der Laden. Hier war so ein fetten. Den nehmen wir mit, du. Der hat Bock. Der will ins Sägewerk. Katschung, hast du gesehen, ne? 5. Immer schön 5 Meter. Rückfahrkamera ist auch anstößig, siehst du? Ja, aber ich hab das Gefühl, ich ist kaputt, ne? Weil da siehst du immer nicht selber. Ich könnte dir eine Story erzählen, ne? Dann lacht ihr euch Schrott. Also, guck mal, hier so langsam zurück. No, machst du einen Rückwärtsgang rein? Siehst du, Rückfahrkammer ist kaputt. Siehst du immer dasselbe. Das geht nicht. Müssen wir mal mit nach der Werkstatt, ne? Das läuft hier, ne? Das haben wir bald. Folge ist gleich schon wieder um und wir haben nichts geschafft, ne? Also so ein paar Bonkes gefehlt. Gefällt, gefehlt. Gefällt, Svenny. Fällen.
Bäume tut man fällen. Könnte noch ein Schlag werden, aber mach weg. Wir brauchen das Zeug. Hier machen wir mal so eine fette Schnitzelrunde hin. Da habe ich noch ordentlich Setzlinge stehen. Dann können wir das hier da reinfahren, ne? In der Pelletsproduktion. Machen wir hier mal einen ordentlichen Schlagpellets. So ist der Plan. Gewächshäuser? Nee, ich warte jetzt erstmal auf das nächste Update. Das soll ja bald, glaube ich, irgendwann kommen. Uwe, weißt du, wann das Update kommen soll? Hast du das schon mal gesehen oder was? Bis dahin müssen wir auch noch ein bisschen Kohle zusammenklappern. Weil wegen Erdbeerfeld und allem so ein Schickram und dies und der, den willst du ja auch besitzen dann. Aber bis dahin müssen wir auch schuldenfrei sein, ne? Ein paar Schlepper würde ich gerne nochmal wieder noch. Wo wir haben im Moment gute Schlepper, wir sind echt gut aufgestellt, ne? Zwei Ruder, zwei Dreschkästen. Da kann man nichts gegen sorgen. Baumwollernte haben wir. Wir haben Holzfälle. Eigentlich war ja die Ölmühle nächstes Ziel, ne? Dass wir da mal ins Kartoffelbusiness und so einsteigen können. Hier die Kartoffelfabrik und so. Wahrscheinlich müssen wir auch erst die Ölmühle kaufen, weil dafür habe ich ja auch... Entschuldigung. Lavendel gesät und so. Ja, wir werden nicht schmeißen wir den erst ins Silo und dann benutzen wir den, wenn wir den brauchen, ne? Aber ich glaube, das nächste Update wird fett. Fett von Fett, ne? Fett ist Update von Fett. Vom lieben Daniel. Ich freue mich, echt. Das scheint Premium zu werden. Dann machen wir ordentlich Kaselle. Kaselle. Die scheint ja doch noch ein bisschen Holz zu stehen. Nur hätte ich gar nicht gedacht. Lohnt sich. Hab ich echt nicht mit gerechnet. Aber, liebe Leute, ich sag jetzt erstmal danke fürs Zugucken bisher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen von dieser ganzen Grande de Malheur, was hier immer so alle passiert, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.